Von Kreaturen, die einen grausamen Tod verursachen können, bis hin zu welchen, die die Organe des Wirtes austauschen. Hier sind 9 gruselige Parasiten, denen du nie in die Quere kommen möchtest. Nummer 9. Pepsis Formosa. Pepsis Formosa oder auch Tarantulafalken sind Wespen, die hauptsächlich Taranteln jagen. Diese Kreaturen weisen eine grausame Tötungstechnik auf. Der Tarantulafalke ist als parasitische Wespe bekannt. Zuerst schnappt sie sich die Tarantel, indem sie ihre gebogenen Klauen am Ende ihrer langen Beine verwendet. Dann verwendet die Wespe ihren Stachel, um die Beute zu lähmen, bevor sie diese in ein spezielles Brutnest bringt. Die Wespe legt dann ein einzelnes Ei in den Körper der Tarantel und deckt die Öffnung zu. Wenn die Larve dann schlüpft, befindet sie sich im Körper der Spinne und beginnt diese dann zu fressen. Um die Spinne so lang wie nur möglich am Leben zu halten, bleibt die Wespe den lebenswichtigen Organen fern, während sie sich am Rest des Körpers hermacht. Die Wespe kriecht dann aus dem Körper der Spinne, wenn diese ausgewachsen ist. Für uns Menschen ist der Stich einer Pepsis formosas sehr schmerzhaft. Obwohl der starke Schmerz nur 5 bis 7 Minuten lang anhält, wurde es als blindend, heftig und schockierend elektrisch beschrieben. Wenn keine allergische Reaktion ausgelöst wird, dann muss man keinen Doktor aufsuchen. Da die Pepsis formosa einen extrem langen Stachel besitzt, ist es nur wenigen Tieren möglich, sie zu fressen. Deren Ruf in der Tierwelt wird so gefürchtet, sodass viele Raubtiere ihnen aus dem Weg gehen und andere Insekten wie Käfer, Motten, Fliegen und andere Wespenarten oder auch Bienen ahmen sie nach, um sich zu schützen. Nummer 8. Anelasma squalicola. Anelasma squalicola mag der einzige lebende Vertreter der Entenmuscheln sein, der je die Wandlung von Nahrungsaufnahme durch Herausfiltern zu Parasiten schaffte. Als Parasit entnimmt die Anelasma ihre Nahrung vom Wirten durch versteckte Ranken, die aus dem Körper nach unten ragen. Nicht wie die meisten anderen Entenmuscheln besitzt die Anelasma squalicola keine Schale. Sie werden meist im Pan aufgefunden und weisen schwarz-violette Körper auf, die aus dem Körper des Wirtes hervorstehen. Diese Art bringt sich selbst an unterschiedlichen Arten des tiefseewohnenden Haies an. Das Kastrieren wird häufig durch Parasiten ausgeführt, die wirbellose Tiere angreifen, wie Insekten oder Weichtiere. Aber es tritt selten ein Wirbeltier auf. Obwohl deren Ranken, mit denen sie sich am Wirt festhalten, nicht zu den Genitalien des Haies reichen, scheint es, dass es ihnen trotzdem möglich ist, die sexuelle Entwicklung zu behindern. Und das bis zu dem Punkt, an dem diese nutzlos sind. Nummer 7. Trebius chinoi. Die Trebius chinoi-Larve, die japanische Engelhaie infiziert, findet ihren Weg zum fertilen Kanal des weiblichen Wirtes. Nachdem sie sich durch diesen Kanal machte, bleibt die Larve permanent dort und befindet sich im Inneren des Uterus deren Wirtes. Trebius chinoi gehört zu einer breiten Kategorie von parasitischen Schalentieren, die auch als Ankerwürmer bezeichnet werden. Wenn sich ein solcher Parasit am Wirt anbringt, dann bohrt es seinen Kopf durch das Gewebe und verliert alle Gliedmaßen. Es reift zu einer Art Quastenwurm heran. Während sich die meisten Ankerwürmer an der Außenseite eines Wirtes anbringen, gibt es auch bestimmte Arten, die sich auf etwas spezialisieren. Sie können sich im Anus, Mund, in den Kiemen oder sogar im Augapfel eines Fisches befinden. Nummer 6. Epioblasma triquetra. Dieses Süßwasserweichtier befindet sich in Nordamerika, wo es als gefährdete Spezies gelistet ist. Im Jahr 2004 wurde entdeckt, dass die Epioblasma triquetra ein gewaltvolles Verhalten aufweist, wenn es seine Larven verbreitet. Im Larvenstadium verwendet diese Art die Haut, Flossen oder Kiemen eines Fischwirtes, um Nahrung aufzunehmen. Die weibliche Art lockt zuerst unscheinbare Fische zu sich. Dann verwendet diese deren Schale, die scharfe kleine Zähne aufweist, um sich dann an einem Fischkopf anzubringen. Der gemeine Logerch ist deren häufigste Wahl für einen Wirten, da er der einzige Fisch ist, der deren gewaltvollen Taten überlebt. Nummer 5. Bandwürmer. Bandwürmer haben bereits schon einen wohlverdienten Ruf als einer der schlimmsten Parasiten der Welt, speziell dafür, was sie uns Menschen antun können. Die Eier dieser Darmparasiten können durch Erde oder Fäkalien verbreitet werden, aber die meisten Menschen schlucken diese einfach durch halbgegartes Fleisch.
Ohne genügend Hitze, um die Bandwurmeier zu töten, können diese ihren Weg zum Verdauungssystem finden. Wenn sie einst dort angekommen sind, dann schlüpfen die Eier und ihre Larven wachsen, indem sie sich an der Darmwand ernähren. Einige ausgewachsene Bandwürmer sind Zwitter und können so noch mehr Eier legen. Die Symptome einer Bandwurminfektion sind häufig schwer zu erkennen. Und das ist der Grund, weshalb sich manche für Jahrzehnte im menschlichen Körper befinden können und so unterschiedliche Krankheiten wie auch Unterernährung oder einen aufgeblähten Magen hervorrufen. In dieser Zeit können sie auch unglaublich lang werden. Und es gab bereits schon Berichte von Bandwürmern, die aus Menschen entfernt wurden und bis zu 9 Meter lang waren. Nummer 4. Macrochelys retten Maieri. Die kleine Milbe ist für ihre faszinierende parasitäre Beziehung mit der Wanderameise bekannt, denn diese bringt sich selbst am Bein einer Wanderameise an, von wo sie ständig an ihrem Blut saugt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ameise ihr Bein nicht mehr nutzen kann. Die Milbe verwendet ihre eigenen Beine, wenn diese an den Boden ankommen. Und so wirkt der Parasit als Bein, sogar als effektiveres Bein, denn es befinden sich dort 8 kleine Beine. Das kann sogar sehr hilfreich für die Wanderameise sein, da sie für den Verbindungsaufbau mit dem Körper bekannt ist. Diese Milben wurden nach dem amerikanischen Biologen Karl Rettenmeier bekannt, der erste war, der dies untersuchte. In seiner ausführlichen Arbeit über parasitäre Milben, die mit Ameisen leben, auch eine andere Milbenspezies, eine, die in den Augen oder am Unterkiefer der Ameisen leben. Nummer 3. Ribeiroia. Plattwürmer der Ribeiroia-Gattung wurden mit der Entwicklung von Gliedmaßenmissbildungen in Kröten, Fröschen und Salamanderarten verbunden. Ribeiroia und Datre zercariae sind dafür bekannt, entwickelnde Gliedmaßen von Amphibien in ihrem Larvenstadium zu infizieren. Sie bohren sich selbst durch die Knospen, die sich dann in Beine entwickeln. Das kann zu schrecklichen Fehlbildungen führen. Solche Fehlbildungen halten den Wirt häufig davon ab, zu schwimmen und zu hüpfen, was sie zu einer einfachen Beute von Raubtieren macht. Amphibienlarven sind jedoch nur die zweite Wahl an Wirten für Ribeiroia-Parasiten. Zuerst infizieren deren freischwimmenden Larven Süßwasserschnecken. Wenn das einst geschehen ist, entwickeln sie sich in wurmartige Parasiten, die die Schnecke kastrieren, während sie sich an deren Reproduktionsgewebe hermachen. Nach ungefähr 6 Wochen kommen sie zu der zweiten freischwimmenden Form, die Cerceidae genannt wird. Dabei bringen sie sich selbst an einer Amphibienlarve oder einem Fisch an, wo sie zu einem inaktiven Parasiten werden, der Metazercariae genannt wird. Der Fisch oder die Amphibie wird dann von einem Vogel oder einem Säugetier gefressen, welches dann zum parasitären endgültigen Wirten wird. Der Parasit kommt dann aus dem inaktiven Stadium heraus und bringt sich selbst am Darmtrakt des Wirtes an, wo es sich zu einem ausgewachsenen Parasiten entwickelt. Nummer 2. Sacculina carcini. Es ist angsteinflößend, wenn man sich einen Parasiten vorstellt, der Menschen das antun kann, was die Sacculina carcini Krabben antut. Dieses parasitäre Tier findet einen Weg, um in eine Krabbe zu gelangen und begibt sich dann durch dessen Inneres. Während es das tut, lässt es einen Sack an der Unterseite des Krabbenkörpers frei. Der restliche Teil des Parasiten entwickelt Ranken, die dann durch das Innere der Krabbe wachsen und so die Nahrung von ihr nimmt und das Verhalten der Krabbe kontrolliert. Es verlangsamt die Entwicklung der Reproduktionsdrüsen und kann männliche Krabben dazu bringen, weibliche Eigenschaften zu entwickeln, wie zum Beispiel breitere Körper. Wenn der Parasit von dem Wirt entfernt wird, dann regenerieren die Weibchen häufig deren Eierstöcke. Aber die Männchen beginnen diese auch zu entwickeln. Sacculina carcini-Eier entwickeln sich außerhalb und die Krabben tragen diese herum, als wären es ihre eigenen. Die Parasiten manipulieren das Verhalten des Wirtes bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr länger wächst, sich nicht mehr länger formt und auch keine verlorenen Gliedmaßen regeneriert. Nummer 1. Kymotoa exigua. Kymotoa exigua ist wahrscheinlich der gruseligste Parasit auf dieser Liste. Er ist Teil von wenigen bekannten parasitären Kreaturen, die Organe des Wirtes funktionsfähig ersetzen. Kymotoa exigua verwenden ihre Klauen, um sich an der Zunge eines Fisches anzubringen und sich ernähren, indem sie Blutgefäße abtrennen.
Während es all das Blut der Zunge konsumiert, verkümmert das Organ und fällt ab. Der Parasit bringt sich dann an dem übrig gebliebenen Stumpf an und agiert als die Zunge des Fisches. Von diesem Zeitpunkt an ernährt sich der Parasit am Blut des Wirtes und Fischlein. Das schadet dem Wirten scheinbar nicht so sehr. Aber Fische, die einen oder mehrere dieser Parasiten haben und die sich an den Kiemen anbringen, scheinen massiv untergewichtig zu sein. Wenn der Wirt einstirbt, dann verlässt der Parasit den Mund und hängt sich an das Äußere dessen Körpers. Es ist leider nicht viel darüber bekannt, was mit dem Parasiten passiert, wenn sich dieser einst komplett von dem Wirten entfernt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du noch weitere Parasiten? Erzähl uns davon in den Kommentaren unten. Und bis zum nächsten Mal.